Wir diskutieren ein wirklich bemerkenswertes Ergebnis und haben heute Abend bei uns Vertreter der beiden Parteien, die die größten, ja, die eigentlich dramatische Verluste hinnehmen mussten. Nämlich Ursula von der Leyen für die Union ist bei uns und Manuela Schwesig für die SPD. Außerdem Alexander Gauland für die AfD. Außerdem ist bei uns der Kolumnist des Stern, Hans-Ulrich Jörges. Herzlich willkommen an Sie alle. Sie haben heute Abend gesagt, Sie wollten Frau Merkel jagen. Sie haben gesagt, die Regierung müsse sich warm anziehen und haben gesagt, wir werden uns und unser Land, nein, uns, unser Land und unser Volk zurückholen. Was soll das heißen? Ganz einfach, das sagen wir ja nun schon die ganze Zeit. Ich finde es übrigens lustig, dass die ganze Zeit über uns geredet wird, ehe überhaupt mit uns geredet wird. Die Behandlung, die Sie alle uns immer angedeihen lassen, bringen unsere Zahlen immer wieder nach oben. Das wollte ich nur noch mal sagen. Insofern ist sowas auch nützlich. Genau, der alte Trick, Herr Gauland, Sie stellen sich als verfolgte Unschuld dar. Aber ich falle nicht drauf rein. Also, wir haben gerade über die Regierungsbildung gesprochen. Ja, deshalb komme ich jetzt zu Ihnen, Herr Gauland, weil Sie diese Regierung jagen wollen. Ja, das ist völlig richtig. Was ist das für eine Begrifflichkeit? Das ist eine Begrifflichkeit, die im politischen Leben erlaubt ist. Es ist völlig klar. Das ist eine klare Oppositionspolitik. Wir sind gewählt worden von Menschen, die eine andere Politik wollen. Wir wollen, dass die Rechtsbrüche aufhören, dass es keine Masseninvasion in dieses Land gibt, dass Europa nicht zum Superstaat ausgebaut wird. Dafür sind wir gewählt worden und das werden wir im Bundestag vertreten. Das ist alles, was ich damit gesagt habe. Wir werden das natürlich auf parlamentarische Weise tun, ist doch völlig klar. Und wenn hier schon von Machtergreifung geredet wird, der Einzige, der das nicht macht, ist Herr Kubicki, Gott sei Dank. Das ist doch absolut lächerlich. Wir sind eine demokratische Partei. Wir haben demokratische Regeln. Wir sind von einem Teil der Bevölkerung gewählt worden. Es ist doch völlig lächerlich, uns ununterbrochen mit der rechtsradikalen Keule zu kommen. Ich komme Ihnen anders. Würde gerne mal wissen, und deshalb habe ich auch noch mal nach der Begrifflichkeit gefragt. Aufgefallen ist jagen heute, aufgefallen ist ohnehin, dass Sie im Grunde genommen immer gegen alles sind. Auch die sogenannten Altparteien aus Ihrer Perspektive mit schärfster Kritik überziehen. Was Sie nie sagen, ist, ob Sie irgendeine konstruktive Idee für Deutschland hätten, wie Sie Deutschland gut und konstruktiv verändern wollten. Sagen Sie das doch mal. Liebe Frau Will, das ist im Moment nicht unsere Aufgabe, sondern das Gelächter könnt ihr lassen. Und unser Land geht uns verloren durch eine unter Rechtsbrüchen zustande gekommene Masseneinwanderung. Das ist doch Quatsch. Und wir werden diese Menschen leider alle behalten müssen, weil die viele gesellschaftliche Kräfte nicht abschieben und weil uns weder die Ungarn noch die Polen noch die Slowaken werden uns irgendeine Flüchtlingslast abnehmen. Aber das ist nicht nur das. Also keine Antwort darauf, was Sie konstruktiv einbringen. Wir wollen ganz einfach. Wir wollen das Land behalten, wie wir es bisher kannten. Eines möchte ich noch sagen, das ist mir auch am Donnerstag aufgefallen in der hochinteressanten Schlussrunde. Da haben Sie zugegeben, Herr Gauland, dass Sie gesagt haben, Sie hätten an ganz vielen Stellen dieser Themen, wo man eine konstruktive Idee einbringen müsste, kein Konzept. Zum Beispiel haben Sie gesagt, Sie hätten kein Rentenkonzept. Ja, da zitiere ich Sie richtig. Da habe ich gedacht, das ist ja echt lieb für einen 76-jährigen Mann, der 40 Jahre in der CDU war, der seit 3 Jahren Fraktionsvorsitzender in Brandenburg ist, der die sogenannten Altparteien, so nennen Sie sie, mit schärfster Kritik überzieht, dass der sich im Bundestag erstmal auf Welpenschutz zurückziehen will. Entschuldigung, Frau Will, das ist, ich sage es mal ganz deutlich, eine Unverschämtheit, dass Sie das so nennen. Das finde ich nicht. Ich habe Sie genau sauber zitiert. Nein. Ich habe Sie auch gerade noch nein, mal gefragt, es hat ob Sie konstruktiv Deutschland dürfen Journalisten etwas Gott sei Dank kritische Fragen miteinander stellen, ja. zu tun. Wir haben als Partei, ich bin 76, ich habe schon in der CDU gelebt, das ist völlig richtig. Ich habe gesagt, wir haben als Partei, als AfD, kein Rentenkonzept,
weil wir uns auf ein Rentenkonzept bisher nicht einigen konnten. Die Partei gibt es seit 2013. Und wenn Sie den Beginn der Grünen ansehen, dann wissen Sie, wie schwierig manche Fragen zu klären sind. Und da muss ich ganz deutlich sagen, ja, es gibt zwei Sichtweisen bei uns. Die einen sagen, das Rentensystem, wie es bei uns besteht, muss verbessert werden, aber das kann weiter bestehen. Und es gibt eine andere Gruppe, die sagt, das läuft 2030 gegen die Wand und deswegen hat es keinen Zweck. Wir müssen entweder zum österreichischen Modell oder zum Schweizer Modell gehen. Und diese Diskussion haben wir noch nicht geführt. Das hat mit mir persönlich und mit meinen 76, entschuldigen Sie, Frau Will, nichts zu tun. In vielen anderen Fragen, das können Sie bei uns im Grundsatzprogramm nachlesen und im Wahlprogramm nachlesen. Ich lese nichts über Digitalisierung. Ich lese, dass Sie Europa verlassen und spalten wollen. Ich lese nichts über ein modernes Arbeitsmarktkonzept. Ich lese nichts über ein modernes Bildungskonzept. Und das sind die Dinge, wo Sie keine Antworten haben. Und ich finde allein die Tatsache, dass wir den Pulse of Europe haben, also diese Bewegung, die wirklich vom Bund. Aber umso schlimmer ist doch, Frau von der Leyen, dass diese Partei es jetzt geschafft hat. Nein, aber es ist eine Chance für uns auch dieses Nein, Europa, das zeigt eben, auch für Europa wieder zu kämpfen. Was die große, ich rede jetzt über die große Koalition. Es ist ein Symptom dafür, was die große Koalition an Verwüstung der politischen Debatte angerichtet hat, dass diese Partei so stark geworden ist. Das haben Sie beide zu verantworten im Kern. Dann und diese Partei, dieser Partei vorzuwerfen. Herr Jürgens, ich will mit Ihnen gar nicht in die Montagon. Es ist ja nicht nur die Flüchtlingskrise, es ist ja nicht nur die Griechenlandrettung. Das ging mit der dämlichen Energiewende los. Es ist der Verlust an Rechtsstaatlichkeit. Was ist denn der Inhalt der CDU noch? Ich bin in einer anderen CDU groß geworden. Das bei Walter Wallmann, nein, bei Sie Alfred Dregger, bei Manfred Kanter. Das ist der Punkt, den wir doch heute Abend sehen. Sie sind inzwischen nach rechts abgedriftet. Ich bin überhaupt nicht nach rechts abgedriftet. Und ich bin froh, dass ich in einer Partei bin. Ich bin froh, dass ich in einer Partei bin, die steht zu diesem Union Europa. Ist eine sozialdemokratisierte Partei. Bekümmert Sie das eigentlich oder finden Sie es irgendwie doof, dass Sie nicht aus Überzeugung, sondern aus Enttäuschung gewählt werden? Nein, das wissen wir. Das ist gar kein Problem. Es ist klar, die Unzufriedenheit mit den Parteien ist groß. Die Menschen auf der Straße fühlen sich nicht mehr mitgenommen. Sie fühlen sich vor Entscheidungen gestellt, die sie nicht haben wollen. Und ich habe immer wieder in meinen Reden gesagt, der Bundestag ist ein Abnickorgan geworden. Entschuldigung, dass ich diese Parlamentarier hier beleidige. Ich habe noch als junger Mann in der DDR im Radio gehört, die großen Debatten zwischen Adenauer, Dehler, Heinemann, zwischen Wehner, zwischen Willy Brandt und Barzel, Rainer Barzel. Das war noch, da war das Parlament sozusagen der Resonanzboden dieses Landes und der Probleme. Die Leute sagen, wo gibt's denn irgendwas im Bundestag? Nennen Sie mir eine große Debatte über die Russland-Sanktionen. Nennen Sie mir eine große Debatte über die Euro-Rettung. Nennen Sie mir eine große Debatte über diese NSE-Geschichte und die Spionage. Findet in diesem Parlament statt. Und das werden wir erreichen. Wir werden diskutieren in diesem Parlament. Ich möchte mal mit Ihnen gucken, Frau von der Leyen, auf die Wählerwanderungen. Darf ich danach aber zu dem Punkt? Ja, genau, weil das ist auf Sie gemünzt, wenn Sie so wollen, beziehungsweise die Zahlen müssten Ihnen was sagen. Mhm. Wo kamen die Wählerinnen und Wähler her, die jetzt heute die AfD gewählt haben? Und da hat die Union in der Tat die meisten, auch noch gegenüber den Nichtwählern, abgegeben, nämlich 1,07 Millionen. Was gibt Ihnen das auf an möglicherweise auch Vorlagen für eine satte Selbstkritik, dass Sie diese Menschen nicht mehr erreicht haben, von denen ich sicher bin, dass Sie sie gerne wieder erreichen würden. Dass auf die Dauer wir nicht die einfachen Antworten der AfD. Aber Frau von der Leyen, müssten Sie nicht mal darüber nachdenken, warum die Union alle ihre Inhalte verloren hat? Ich habe das weiterhin für die Welt offene, im Berliner Kreis, wo versucht worden ist, Herr Gauland, ja, wir wollen worden eben ist, nicht die Union im konservativen Bereich zu halten. Herr Gauland, da wurden wir behandelt wie der letzte Dreck. Entschuldigung, ich muss auch mal dazwischen gehen. Machen Sie, ich mache das ungern bei Ihnen. Zu Ende. Achso, Sie waren fertig. Ja. Gut. Herr Gauland, das ist. Na, was er angesprochen hat, ist ein interessanter Punkt, Frau von der Leyen. Ja, also er hat auch die Uni Leipzig in einer Analyse
gesagt, über die Motivlage derer, die AfD gewählt haben. Und dann kommt eben raus, das finde ich bemerkenswert, das muss man sich mal vor Augen halten, es ist nicht wirtschaftliche Not. Es sind auch nicht Menschen, die bildungsfern sind, sondern sie fühlen, so nennt das die Uni Leipzig, eine kulturelle Entfremdung von dem, wie sich unsere Gesellschaft hin zu einer offenen Gesellschaft verändert hat. Dinge auch, die die Union oder auch die CDU sicherlich jetzt sinnfällig von der CDU unterscheidet, in der sich Herr Gauland viele Jahrzehnte lang zu Hause gefühlt hat. Ist das eine Veränderung, die Sie sagen, die ist jetzt so? Dann bleibt auch die CDU gerne bei 32%, und die Union insgesamt? Oder sagen Sie, nein, da gehen wir noch mal dran. Wir schauen uns den konservativen Kern unserer Partei an, um da wieder sehr viel mehr Menschen anzusprechen, als Sie das bislang tun. Wir können uns niemals mit diesem Ergebnis zufrieden geben. Gar keine Frage. Müssen wir uns selber auch fragen, wo die Fehler. Aber mehr als mitnehmen, ganz ehrlich, haben Sie nicht gesagt bislang. Viel Selbstkritik war nicht. Ja, aber das darf dafür in die Richtung von Herrn Gauland zu gehen und die Antworten zu geben, die wir von Ihnen gehört haben, mit dem Schießen an der Grenze auf Frauen und Kinder, mit dem Abschotten Frau von Storch, ist nicht das immer wieder dieselben doch, Dinge. Müssen wir schon sagen, das sind Ihre Positionen. Überhaupt nicht die Rede. Das sind Ihre Positionen in der AfD. Es ist wie mit der Nazi-Keule. Hören Sie mal bitte auf mit diesen. Sie müssen das ertragen. Sie haben nicht Sie haben auf Frauen und Kinder gesagt. Schießen wollen. Sie wollte Sorgen. Auch Frau Petri hat das nicht gewollt. Sie wollen Boateng nicht als Nachbar und Sie wollen Frau Özel. Aber Frau von der Leyen, ganz ehrlich, wie geht ein cleverer Umgang mit der AfD? Ich grenze. Man setzt aber ganz klar die Grenze bei der AfD, weil die halte ich für brandgefährlich. Weil so gemütlich und nett, wie sich Herr Gauland gern in die Runde setzt, war ich heute nicht. Ist sie.